Weiter geht es hier in Mario Party Superstars auf dem Horrorland. Welches natürlich wieder voller Betrug ist. Na klar. Weiß auch nicht mehr genau, was ich sagen soll. Es ist halt einfach nur unfair. Ja, sie kriegt immer Geld. Es ist einfach nur scheiße. Ein Glück. Dann lande halt auf der scheiß Koopa-Bank, ist mir doch egal. Ich will mir diesen Stern jetzt holen. Darf ich auch. Außer ich würfe jetzt komplett beschissen. Findet das Spiel das eigentlich lustig, oder? Nee, das ist einfach nur scheiße. Wenn ich nicht mal mit einem scheiß Doppelwürfel eine 10 machen kann, ist es dumm. Doch das noch. Himmelsstürmer, springe auf Paracoopers, um ganz weit nach oben zu kommen. Wer die größte Höhe erreicht, gewinnt. Mario Party 6. Müssen wir auch schon gesehen haben. Wurde ich aber meistens auch verarscht. Spring da drauf, Donkey Kong. Perfekt. Wenigstens gibt es so eine Art Checkpoint. Das macht es nochmal relativ fair. Auch wenn ich nicht weiter hochkomme. Verloren. Ich könnte ausrasten bei diesem Drecksspiel. Jetzt setzt ja eh die Hundepfeife ein. Nicht? Hat ja gar keinen Sinn. Dann holt sich halt Luigi den Stern. Irgendwas passiert. Ich werde den nicht kriegen. Das, obwohl ich extra zwei Doppelwürfel verballert habe. Natürlich. Warum sollte sie auch was anderes als Geld bekommen? Nicht, ich habe echt noch mal die Chance, ja. Ja. Jetzt hätte ich mir was anderes vorstellen können. Ja, jetzt gönn wenigstens den Stern. Bitte, 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 bitte. 10 Münzen ist okay. Goomba-Erzählung aus Mario Party 9 hatten wir auch schon. Na, los. Okay. Hoffentlich habe ich das mal gewonnen. Der Yoshi hat auch 38. Dann wird das wohl stimmen. Ja. Natürlich muss er auch genau die gleiche. Ach, Mann. Er hat das gar nicht verdient. Kann er nicht auch mal verlieren? Wow, ich bin Zweiter. Juhu. Kommt jetzt endlich die Hundepfeife oder wann setzt sie Yoshi ein?
Immer noch nicht? Okay. Ich möchte also nicht verhindern, dass entweder Luigi oder ich einen Stern bekommt. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber Daisy kann ja auch reinsetzen. Aber tut sie auch nicht. Wenn die jetzt einen Stern bekommt, ich mach aus. Okay. Nur 4 Münzen. Nein, bitte nicht! Es ist einfach nur Scam. Was? Er geht da rein? Doch, es ist jetzt König Buhu. Von Yoshi, von Yoshi. Ah nein, von uns allen! Dann mache ich das auch. Ja, es bringt sowieso nichts. Ja, 17 von Yoshi. Ich mache das auch. Ziemlich sicher. Ich kann nur gewinnen. Ja, vor allem weil Luigi eh viel zu nah ist. Würde ich denn da drinnen reinkommen? Also auf was für ein Feld? Ein Glücksfeld. Ja, Luigi bekommt sowieso den Stern vor mir. Deswegen wäre es dumm, jetzt nicht hier reinzugehen. Außer jetzt wird's gleich Tag. Das wäre abgrundtief scheiße. Danke. Kann ich gut gebrauchen. Es darf nur nicht Tag jetzt werden. Ich befürchte, es wird jetzt Tag, ne? Das wäre so dumm. Streitet als Team ein Zweierrennen. Arbeitet gut zusammen, um nicht aus der Bahn zu fallen. Ein Absturz und es ist verloren. Tempo mindern, beschleunigen, umschieben, lenken. Okay. Sehr gut, Daisy. Aber wie soll man denn hier abstürzen? Nein, 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 nein. Nicht von der Wand weg, Alter. Von der Wand weg. Naja, ist klar. Okay, der Beschleunigungsstreifen. Kann's. Alter Daisy, auf damit! Fahr. Wie lange geht denn diese Scheiße? Mist, wir haben diesen Beschleunigungsstreifen nicht mehr bekommen. Okay. Wir haben gewonnen. Wir haben tatsächlich nochmal gewonnen. Ein Glück. Jetzt wird ja nicht Tag. Perfekt. Und er setzt die Hundepfeife ein auch. Wie schön. Damit wird Luigi doch nochmal ein bisschen geschwächt. Das heißt, es war sogar wirklich schlau, da reinzugehen. Also ich brauche unbedingt Geld. Um irgendwie mir zu erhoffen... Ja, na klar. Achso, okay. Ich hasse dich, Yoshi, über alles. Wirklich, geh einfach. Geh einfach aus dem Spiel raus. Den Ereignisstern hat er, glaube ich, sicher. Ach komm, das ist doch aber auch scheiße, lächerlich. Jetzt holt sie sich gleich den dritten Stern. Außer Luigi ist schlau und setzt bitte die Hundepfeife nochmal ein. Mach. Danke.
Ja, damit ist mein Wunsch, also mein Traum, viel Geld zu haben, auch gestorben. Ja, das ist klar. Kann ich nicht eine 3 machen? Oder wird es nicht gleich wieder Nacht? Vielleicht sollte ich auch mal mehr in Hundepfeifen investieren. Oh, danke, Luigi! Meine, den Ereignisstern kann ich sowieso vergessen. Sehr, sehr gut. Münzen bitte von allen, König Buhu. Komm, zieh bitte ganz viel ab. Das schmeckt. Damit sollte ich den Münzstern auf jeden Fall wieder sicher haben. Jetzt ja nicht zu viel Münzen verlieren. Ach, ich bekomme nochmal 3, stimmt? Und es geht um 5 Münzen, okay. Kann ich mit leben. Gewinnen wäre trotzdem cool. Kippelige Rahmen. Das ist cool, das Minispiel. Das haben wir auch schon mal gesehen. Das Mario Party 1. Crap. Ja, na klar, Luigi war Erste, ne? Warum muss der Idiot eigentlich jetzt immer alles gewinnen? Hä, ich war nicht mal Zweiter? Betrug. Ich muss gewinnen. Ich muss einfach nur noch auf dem scheiß Münzstern wenigstens setzen. Feuerseil, das hatten wir, glaube ich, im LP noch gar nicht, ne? Das flammende Seil schwingt unaufhörlich. Ich springe darüber, ohne es zu berühren. Also eigentlich immer nur im rechtzeitigen Moment A drücken. Das Spiel vorhin war schwerer, okay? Wo man nur A drücken musste. Es geht übrigens auch nicht unendlich. Es gibt eine maximale Grenze, ich glaube 99. Ich hasse dieses Spiel. Wieso musste ich da jetzt sterben? Das ist so kacke. Natürlich wird es schon auf einmal langsam. Das ist so dumm. Kann ich mir nicht einfach eine Sternröhre kaufen, die ich auch mal einen Stern sicher habe? Kauft er sich Glückszahlwürfel? Soll er's doch machen. Also, Minispielstern habe ich nicht, den hat Yoshi. Den Münzstern sollte ich haben. Und Yoshi hat auch den Ereignisstern. Das heißt, er hat auch eigentlich 2 Sterne. Aber 2 Sterne, die ich ihm halt nicht klauen kann. Klar, es ist noch relativ viel Zeit. Wenn ich jetzt jedes Minispiel noch gewinnen würde, werde ich den Münzstern auch noch bekommen, aber das ist unrealistisch. Auch mal gut gewürfelt. Ja, ich investiere einfach.
meine, was soll ich sonst machen? Sparen? Auf was soll ich sparen? Abdüsen. Was ist das? Ach, das Spiel, was wir schon tausendmal gespielt haben. Das kommt viel zu häufig. Ich hasse dieses Spiel einfach nur. Was machst du, Luigi? Wie kann man denn so gut auf einer Stelle bleiben? Ich verstehe es nicht. Ja, ich mag das Spiel aber wirklich nicht. Aber Yoshi ist doch der Pro, er muss es eigentlich gewinnen. Wenn er jetzt noch irgendwie dumm runterfällt, dann ist das mit Absicht. Da wäre jetzt runtergefallen, aber... Okay. Hat er nicht gebracht. Ich weiß halt auch nicht mehr genau, was ich tun soll. Ich bräuchte irgendwie einen Buhu. Und sofort ist es wieder Nacht. Wo ist denn der Stern überhaupt? Ich dachte, der war da rechts. Warum gehen die denn alle daran vorbei? Ja, als wenn sie das noch braucht. Ich meine, klar, sie hat kein Geld, aber ist mir auch egal. Ich brauche unbedingt einen Generalschlüssel. Genau da möchte ich auch hin. Nee, er will da nicht mal hin, okay. Warum auch immer. Ja, weil es halt nicht Tag ist. Und der Buhu da unten ist halt nur am Tag da. König Buhu ist nur nachts da, als ob der 20 Münzen bekommen hat. Was ist das denn bitte? Ich würfel aber auch richtig scheiße. Yoshi müsste aber trotzdem schon viermal, glaube ich, auf Ereignisfeld gelandet sein. Das ist schon egal. Schirmherrschaft. Also man kann nur gewinnen. Mal so und dann Schirm auf zu. Sammelt beim Fallen. Okay, ist auf jeden Fall aus Mario Party 3. Hä? Gibt's ja auch Münzsäcke oder so? Warum? Hä? Ich bin doch Donkey Kong. Warum macht denn der hier, was er will? Das ist Betrug. Das kann mir kein anderer erklären. Ich hab das... Nee, das ist unfair. Das habe ich die ganze Zeit gar nicht gemacht, aber okay. Ich weiß nicht, warum ich so oft einfach nach unten gefallen bin, wo ich den nie zugemacht habe. Und so oft wurde ich nun auch nicht von dem Scheißhammer getroffen. Ja, ist klar. Jetzt ist auch noch Luigi. Das Bescheuerte ist, Luigi holt sich gleich den Stern. Warum bekomme ich eigentlich nie einen Generalschlüssel mal geschenkt? Warum sind die so idiotisch? Setz doch die verdammte Hundepfeife ein. Jetzt holt sich der Idiot den Stern. Ein Warpwürfel. Was hat sie denn damit vor? Sie hat doch eh kein Geld. Time.
Was, er würfelt normal? Ist er denn dumm? Okay, von mir aus. Ich versuche einfach eine 30 zu würfeln. Klar, das werde ich nicht hinkriegen, aber egal. Okay, perfekt. Perfekt. Okay. Warum existiert denn hier nie dieses... Warum habe ich mir jetzt keine Hundepfeife gekauft? Verstehe ich selbst nicht, ich weiß es nicht, okay. Ah, oh, Koopa Bank. Nehme ich. 21 Münzen. Ich muss einfach zu den Buhus kommen, es geht nicht anders. Warum habe ich mir keinen Generalschlüssel gekauft? Ich weiß es nicht. Ich habe fast 150 Münzen, ne? Gut, dann machen wir die Runde jetzt hier noch zu Ende. Megapilz Arena. Ach, dieses Spiel haben wir mittlerweile viel zu oft gehabt. Na ne, wir hatten es glaube ich erst zweimal, aber es ist trotzdem crap. Ja, ist klar. Ja, genau! Sein Betrug! Natürlich findet er den First Try die ganze Zeit. Ich treffe nicht mal Glück. Alles klar. Wie hat sie das gemacht? Hä? Ich treffe die Blöcke nicht. Naja, ist klar. Ist klar. Ich konnte mich nicht mal mehr wegbewegen. Das ist so unfair. Ein zweiter Platz bringt mir auch nicht viel. Na gut, wie es im nächsten Part ausgeht, das... Ja, wie es hier auf dem Brett ausgeht, seht ihr im nächsten Part. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, könnt ihr mich... gerne abonnieren. Dann danke fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.